Die verschneite Hochebene schon wieder und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2, 2 gegen 2 mit Zarok. Jetzt hab ich auch angemacht, ja? Macht das bitte nochmal, Nergorix. Nee, ich verstehe jetzt mal. Gut, wir haben die letzten zwei Spiele gewonnen, zwar mit überragendem Spiel von mir und ein bisschen eher von Nergo. Ja, das machen wir jetzt nicht mehr, denn ich bin Terraner, das heißt, wir werden wieder verlieren. Oh, nö. Immer wenn du Terraner bist, dann verlieren. Das stimmt nicht, wir haben auch schon oft gewonnen. Aber ich, dann ach, nicht du das bist Terraner, ne? Ja, ich kann das alleine holen. Ja. Dauert aber ein bisschen, ne? Ich bin jetzt irgendwie im Flow drin, dass du froh, dass du bist. Ja, das solltest du jetzt ablegen. Was sind unsere Gegner? Protoss Zerg. Komm. Haben wir. Claudia, du bist der einzigste Stern für mich. Einzigste. Im Leben, der mir lieben tut. Ah ja. TV-Total so, nach dieser Gesangseinlage von Sarah. TV Total, Junge, ja. Werden wir nun. Doch den So-Mann und den Ä-Mann. Stefan Raab war schon geil. Seit Stefan Raab nicht mehr da ist, bringt ProSieben nur noch so Scheiße wie die große Völkerballmeisterschaft. Oder Darts WM. Ey, da war sogar The Machine Tim Wiese dabei. Ja, das sagt ja schon alles. Ey, Werder Bremen, Vereinsidol. Ja, ich fand den auch gut, als er gespielt hat. Aber dann wollte er zu Hoffenheim gehen, um da seine Karriere besser gestalten zu können. Hat gut geklappt. Hat der nicht. Der war doch in Trainingsgruppe 2, hieß das? Ja, nachher schon, weil er zu schlecht war. Der war doch noch nie gut. Der war Nationaltorwart. Bei einer WM. Jetzt ich nicht sag, der Erste, aber. Wenn irgendjemand Nationalspieler sagt, sag ich immer, Thomas Bredaric war auch Nationalspieler, ja. Ja, aber bei der Weltmeisterschaft in Südafrika, ja. Ach, der dritte Torwart, oder was? Ne, zweite war er, glaube ich sogar. Ich weiß gar nicht, wer war denn noch bei? Ich glaube, das war als Adler sich verletzt hat, glaube ich, oder? Kann das sein? Ich weiß nicht. Ich glaube, war das nicht Zieler, der zweite? Nee, das war. War das nicht 2014? Ich glaube, das war 2014. Ich habe die Also, Wiese war definitiv mal Nationaltorwart, aber hat kein Spiel bei der WM gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, warum wohl? Weil Neuer im Tor stand. Ja. Damals, glaube ich, noch in Diensten von Schalke. Lass mich mal bitte raus. Natürlich nimmt er das, wo ich extra eine Kurve fahren muss. Ja. Das war das Erste, was ich hier machen konnte. Lenk mich nicht ab. Ich wollte ein Video meinen Drop spielen, das ist ja schon wieder völlig verpeilt. Die Match spielen mit der Razzack. Lass mal unten hier die Rocks rausnehmen. Mit Einheiten, wenn du Einheiten hast. Ja, Mothership Qualt. Oh, Linge! Ich komme! Ich fahre! Ball Worker! Mach mal die Rocks kaputt, ne? Mit dir. Es könnte aber sein, dass gleich Speedlinge kommen. Ich werde versuchen, dann das Depot hochzuheben. Ja, und eine Echse möglicherweise aufgeben. Schon gut. Ich brauche jetzt eigentlich dringend eine Base, weil irgendwie habe ich das voll verschlafen, die Base zu nehmen. Wollte ich auch gerade sagen, das ist noch gar keine Expansion hier. Ja, das habe ich irgendwie vergessen. Naja, das heißt, wir werden gleich ein bisschen droppen. Vorher schauen wir uns nochmal mit unseren Marines um in der Base, ob hier irgendwo was rumsteht an Gelinge. Mach da mal so Pylons hin, ne? Wenn okay ist. Ja. Ich hätte mir irgendwie angewöhnt, dass ich als erstes Tackle immer eine Robo baue. Hier kommen ziemlich viele Einheiten. Das ist nicht gut. Geschafft. Die Erweiterung ist einsatzbereit. Aber sie haben sich dagegen entschieden, weiter drauf zu drücken. Eventuell habe ich einen kleinen Waypoint Fail. Ja, eventuell. Idle Worker, bitte worken. Work. Under the sea! Wir brauchen mehr Mineralien. Na, übrigens Lieblingslied übrigens, ja. Oracle! Bin völlig out of position. Oh! Jetzt habe ich vor lauter Panik habe ich meine ganzen Worker weggezogen, obwohl das Ding gar nicht von mir ist. Och man, hilf mir doch, Zalrog, mit deinen Stalkern. Steht er da einmal mit seinen Stalkern rum und macht gar nichts. Die habe ich gerade reingewarpt. Ja, die waren aber schon fertig. Ja, ich bin tot. Kann eigentlich rausgehen. Ich kann mir nicht mal einen Dingens leisten. Hast du Geld über? Du hast Mules, du bist nicht tot. Ich habe ein Mule. Ich habe ja nicht mal ein zweites Orbital Command. Ja, dann nimm mir. Sogar den Jungen wieder ernähren, ey. Und ich habe aus Panik auch noch alle meine Worker weggezogen, ja, obwohl bei mir überhaupt nichts ist.
Ja, stell am besten was in deiner Echo-Line ab. Ja. Was denn? Ich hab nur so viel für eine Echo-Line. Da muss ich das wohl irgendwie alleine hinkriegen, sagst du. Ich, der große Ich. Also willst du sagen, wir sind jetzt schon tot? Ja, auf jeden Fall sind wir hinten. Aber ich werde gleich einen Counter-Drop machen, aber... Also ich habe schon extrem viel verloren. Ja, wenn wir das schaffen, dass die auch extrem viel verlieren, ist ja alles gut. Das müssen wir aber erstmal schaffen, ne? Ja, ist das Oracle? Ne, das ist gar kein Oracle. Schieß mal auf den Zealot hier. Das ist ein Zealot? Los, schieß drauf! Das ist ein Formling! Schieß drauf! Jetzt bitte! So. Hä? Kennt er noch keine Changelinge, der Saul? Das ist doch mein... Hä? Das ist nicht deiner gewesen. Wenn man als Zerg kann man mit dem Overseer Changelinge bauen. Die sehen dann so aus, als wenn sie von dir und zum Scouten sind die da. Was ist das denn? So, der Overseer wird da wahrscheinlich nicht überleben. Overcharge? Overcharge? Ja, ich bin gerade bei der gegnerischen Base, oder in der gegnerischen Base. Mars Oracle! Ach komm! Darf ich sagen, dass ich das nicht gut finde? Hier fährt übrigens eine Probe irgendwie komisch durch die Gegend, ne? Warum macht die das? Ich hoffe, du hast in deiner Eco-Line mehr als nur drei Stalker stehen. Ja, aber drei Stalker reichen scheinbar, weil sie Schiss davor haben. Uns fehlt Energie. Ich bin supply-blocked, scheiße. Also Drop ist keine gute Idee, sagst du? Ja gut, sie haben halt ziemlich viele Dinge, ne? Aber wir sind so weit hinten. Also wir müssen es jetzt gleich über den direkten Fight machen. Das Problem ist, dass die halt auf Mars eher gehen, ne? Das stimmt. Ja, da fliegt er nochmal rüber. Habe ich eigentlich schon? Nee, habe ich nicht. Ja, ich spiele gerade aber auch. Ich spiele gerade aber auch auf Oma Hans. Du befindest dich ja überall im Kampf. Ja, was kann ich denn dafür? Du machst ja nichts. Bei mir ist schon alles tot und trotzdem muss ich hier alleine fighten. Du sagst doch nichts. Ich muss ja auch nicht immer alles sagen hier. Doch! Manchmal muss man auch selber nachdenken, Sarah. Sag doch mal was. Ja, ich glaube, du brauchst die Base dringender. Also ich nehm die mal. Ich brauch alles. Hast du da gerade ausgeladen? Ja, ne? Ja, lass mal pushen, auch wenn ich nichts habe, aber wir müssen irgendwas machen. Warte, ich muss aber erst die Base haben. Uns fehlen Mineralien, dafür reicht die Uns fehlen Mineralien, das ist ja die neueste Top-Nachricht. Bitte? Neueste Top-Nachricht, uns fehlen Mineralien. Ich bin supply blocked. Ohne mehr Versorgung gibt das brauche wieder mal eine neue Base. Na? Ja, kannst du ja gleich nehmen. Ich ganz gerne die Gold hätte, aber mal sehen, kannst du die auch nehmen. Also die unten kannst du sowieso nehmen. Der hier oben ist da. Ich glaube, du brauchst das sowieso dringender als ich. Da sind sie. Die haben mich getaggt. Ja, die Armee steht da auch rum. Mit Binding natürlich. Dann lass mich vorgehen am besten, oder? Ja, vorgehen. Ich habe kaum Einheiten. Die ist quasi gezwungenermaßen immer vor. Das ist aber nicht gut. Da hast du recht. Du hast übrigens hier immer noch zwei Gateways nicht ausgeklappt. Hab ich gesehen. Ja, die stehen ja schon länger. Ich hatte gerade eben noch die Hoffnung, dass du es vorher findest, aber... Ja, ich hab aber trotzdem zwei mehr vorne gebraucht. Brauchst du Gas? Nee. Oder hast du Minerals übrig? Brauchst du Minerals? Ja, Minerals würde ich wohl nehmen. Pam. Ich habe nämlich noch eine einigermaßen gute Ökonomie. Danke, ich nicht. Ja, das ist fast klar. Ich habe 1-1. Ja, das Problem ist, dass die halt jetzt auf Mars R gehen und dann sind wir gleich tot, ne? Aber komm. Warum erforsche ich denn die Schilde?
Mach bei der Unit Composition, die ich habe, mein Warcraft durchgeführt. Nur bei Arkans oder er? Bitte? Nur bei Arkans oder er macht das Sinn. Ergibt das Sinn. Ich will jetzt Nationaltrainer werden. Jo, irgendwas müssen wir machen, ne? Hat? Da können wir nicht. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Hä? Was ist denn, Nagorix? Hast du irgendwas gesehen, was dir nicht gefällt? Ich war gerade nur irgendwie ein bisschen verwirrt. Wir brauchen mehr Mineralien. Uns fehlen. Mach schneller! Uns fehlt Energie. Da war eigentlich alles mit Chrono-Boosten. Geschafft! Die Erweiterung ist einsatzbereit. Das waren ziemlich viele Linge, ne? Ja, Bane-Linge. Außerdem. Einmal ein paar mehr Adepten. Also noch ein paar. Also mich wundert sowieso, ja gut, sie werden jetzt einfach hochcampen. Also vermutlich haben wir dieses Spiel halt schon verloren wegen. Wegen dem einen Game. Oracle. Ja, ich hab. Na gut, sowieso mein Opening völlig verhauen und deshalb hatte ich dann auch keinen Engineer. Du hast immer gesagt, nicht aufgeben bei so einem Spiel, ja? So, ich hab Blink. Bisschen spät, aber gut. Ich hab eigentlich. Geh mal auf. Ja, du hast gerade die 4 Stalker, ne? Ja. Da kommen auch Lurker, geil! Jetzt wird ein Disruptor geil. Ich habe halt jetzt Vikings gebaut, weil ich dachte, es würde in Richtung Mars Air halt gehen. Ziehen sich zurück immerhin. Geschafft. Die Erweiterung ist einsatzbereit. Erweiterung fertig. Das war schon mal schlecht. Base muss ich wahrscheinlich nochmal bauen. Ach, jetzt fliegt er dahin. Dann nehme ich die da hinten. Wieso? Du kannst doch die Leute nehmen. Nee, jetzt fliegt er nur durch. Gut. Nee, das waren deine Armeen. Warum ist denn deine Armee nicht totgestimmt? Weil da Banelinge waren, die mich fast meine komplette Armee gekostet hatten. Obwohl du einfach nur wieder rumstandest. Ja, tut mir leid, Makro. Ich musste gerade Makron. Ja? Das ist halt wichtiger. Ihr habt kein Gas mehr. Der Mineralien. Hast du noch Gas übrig? ja klar. Kannst du gerne haben. Ich melde mich zum Einsatz. Bitteschön. Okay. Ach komm. Tut mir leid, Partner. Da können das soll der Geiz hier. So. Upgrade durchgeführt. Auch nicht ausgeben. Für viele. Selbstverständlich. Ohne mehr Versorgung gibt das nichts. Irgendwann, wir müssen aber auch mal angreifen. Ne? Wir können nicht angreifen gegen das. Wir müssen campen, bis wir selber eine große Armee haben. Alles andere. Ach so, okay. Klappt nicht. Also, es wird sowieso so auch nicht klappen, aber. Doch, doch. Da ja, kommen wieder welche. Wir haben das noch nicht verloren. Du musst einfach noch nicht glauben. Wie kriegen wir denn die Lurker jetzt klein? So gar nicht. Komm mal von oben. Oben? Okay. Boah, das hat so viel gekostet. Grün wie Lurker. Ja, jetzt haben wir nicht mehr genug gegen die Air-Armee, oder? Das ist gar nicht so viel. Oder sind nochmal Lurker? Wir müssen nicht in die Lurker reinrennen. Ja, meine Armee sieht jetzt nicht so geil aus. Wir haben kein Gas mehr. Denn dieser winzige Haufen ist meine Armee. Ja, ich hab wenigstens einmal verteidigt. Ne? Ich hab sogar. Ja, kann er vergessen, dass er sich da eingräbt. Da vorne war auf alle Fälle ein Lurker. Der ist jetzt nicht mehr da. Gut. Oh, gut, ja, ich habe wieder viel zu wenig Gas. Dafür ganz viele Minerals. Aber das heißt, ich kann leider nur nicht. Ach du Scheiße, das ist gar nicht gut. Falke zur Stelle.
So, wenn ich das richtig gehört habe, ist 3-3 oh, durch. Da sind sie übrigens wieder. Sie pushen jetzt einfach mal von unten. Wollen wir mal einen Gegenpush? Lass mal einen Gegenpush machen, aber ich habe halt nichts. Aber gut, wir machen jetzt einen Gegenpush. Das wird niemals funktionieren, hast du gewusst? Nee. Jetzt auch nicht. Wobei, du bist Terraner. Die haben sich schon wieder eingegraben. Das ruckelt so saustark. Aber ich habe halt nichts, ne? Ich sehe nichts mehr! Ja, ja, wir sind halt sautot. GG! Also wir waren halt tot, nachdem das Oracle meine gesamte Eco getötet hat, das muss man auch so sagen. Aber ich habe mein Opening auch völlig verhauen, deshalb habe ich auch kein Engineering mehr gebaut. Jetzt haben wir ganz viel. Ja gut, das hilft halt nicht. Also gegen Lurker brauchst du dann, also du wärst, dann müsstest du auf Disruptor gehen. Das Problem ist, dass dann der andere R hat. Also es war halt einfach zu viel. Wir waren also zu weit hinten als Team dadurch. Zerg und Protoss. Der Protoss geht auf R. Guck dir mal einmal Zerg meine Arbeiter an, dann weißt du, warum wir halt verloren haben. Es guck war dir halt einmal deine Arbeiter an. Du bist der Rote, ne? Ja. Ich meine, du hattest am Ende dann auch irgendwie gar nicht mehr gebaut, warum auch immer, aber ja, da vorne habe ich halt so viel verloren, das hat halt viel zu sehr wehgetan. Ach nee, wir sind ja schon beim Ende dieser Folge angelangt. Schade! Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei, auch wenn wir verloren haben. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken, unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss!